Über den Tellerrand. Der Name ist Programm. Wir beleuchten Themen aus den Bereichen Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelkonsum, die uns alle bewegen. Wir fragen Experten und wir bieten Perspektiven an. Wir liefern Fakten, die helfen, eine Meinung zu haben oder zu bilden. Wir geben keine Meinung vor und bewerten nicht. Wir, das sind Ursula Riegler und Christoph Zezerle. So, Ursula, wir sind wieder mal unterwegs. Wir wollen wieder mal über die Geschichte ein wenig reden, über Landwirtschaft in Österreich, über Betriebe. Und wir sind nach Oberösterreich heute gefahren, auf einen wunderschönen Hof, auf den Maiberghof, und treffen heute den Martin und die Edith Schmitzberger. Hallo. Und euer Beruf ist, ihr seid natürlich Landwirte, das ist klar, oder sagt ihr selber Bauern über euch? Darf man das überhaupt sagen? Ist das auf jeden Fall doch politisch korrekt in diesen Zeiten? Ja, natürlich, sowieso. Ja? Ja, ich sage es gern, ich finde, ja, das ist irgendwie ein Basic-Ausdruck. Das hat eine schöne Tradition und das gehört dazu. Wo sind wir denn da überhaupt? Wir sind da im wunderschönen Kremstal in Oberösterreich, genauer gesagt in der Gemeinde Schlierbach. Wir sind in einer Übergangslage von Flachland auf ein bisschen gebirgiger. Das heißt, und auch nur zusätzlich Übergang von eher schweinelastig auf eher milchviehlastig, grünlandlastiger natürlich im Berggebiet. Zusätzlich sind wir da auf einen rechten alten Betrieb, den was schon lange gibt. Wann ist denn der gebaut worden? Gebaut worden, das ist eine gute Frage. Aber ich glaub, mehrere Jahrhunderte schon. Ja, oder? Genau, auf jeden Fall. Ja, ist laut meinem Wissen einmal verkauft worden. Ist auch ganz interessant, das eigentlich gehört zur Geschichte dazu. Mhm. Ist gekauft worden von einem Schmied, der was 2-3 Kilometer von uns entfernt ist. Da war die Wirtschaftslage so schlecht, dass er gesagt hat, die Landwirte, die was zu ihm zur Reparatur kommen, können nicht mehr zahlen. Jetzt kauft er sich eine Landwirtschaft, dass er zumindest was zum Essen hat. Über welche Zeit reden wir da? Wir haben am Haus selber, da gibt es eine Tafel. Ja, genau. Da steht was von 1415. Nein, das war später, könnte ich jetzt nicht sicher sagen. Nein, wäre Blätzing, wenn ich jetzt dazu sage. Und wie lange ich schätze er, so im 18., 19., 18. Jahrhundert. 18. Jahrhundert. Und seit wann ist er in der Familie bei euch, der Betrieb? Seitdem eigentlich. Seitdem? Okay, das, also das war Vorfahren, der Beginn eurer Geschichte. Genau. Mhm. Dann hat es ein Onkel übernommen, der hat es nur kurz gehabt, der Schmidt, ein Onkel. Und so ist es halt dann immer von Generation zu Generation weitergegeben. Daher auch der Name? Genau. Ist Schmitzberger? Schmitzberger, genau. Genau. Das ist auch lang, da ist schon viel nachgeforscht worden. Es hat einmal einen Hausnamenswechsel gegeben. Früher hat er Wildersbergerhof geheißen. Hängt jetzt nicht mit dem Verkauf zusammen, wieso es auf Maiberg gegangen ist. Mhm. Ist nicht außer, haben sich schon viel beschäftigt damit, ist noch nicht rausgekommen. Ein Mysterium. Worden. Genau. Ihr seid ja relativ jung. Das heißt, ihr habt den Hof vor relativ kurzer Zeit übernommen? Nein, eigentlich nicht. Ich bin in meiner Familie ein bisschen ein Nachzügler. Das heißt, meine Eltern sind doch schon deutlich älter. Also ich bin 35, meine Frau mittlerweile auch. meine Eltern sind Baujahr 1946 und 50, mhm, also doch schon ein bisschen älter. Und ich habe mittlerweile den Hof schon vor 12 Jahren übernommen. Das heißt, ich bin auch nach der landwirtschaftlichen Fachschule, mhm, auch bei uns in Schlierbach, die haben wir auch da, ja, eigentlich gleich daheim bleiben. Bin ein bisschen arbeiten fortgegangen über den Maschinenring, aber immer eigentlich schon daheim gewesen. Und schon mit. Führt ihr jetzt im Vollerwerb? Genau, beide mittlerweile. Mhm. Die Edith seit 2016. Sie hat natürlich vorher auch schon mitgeholfen, aber da haben wir es dann miteinander übernommen. Also hat auch die Edith ihren Teil übernommen und wir sind vollwertig gleichberechtigt, mhm, also wirklich 50-50. Mhm. Genau. Und welche Art von Betrieb führt sie? Jetzt haben wir ein bisschen Tiere, Ackerbau, was gibt es bei euch? Also wir sind grundsätzlich spezialisiert auf Schweinehaltung. Wir haben Zuchtschweine und Mastschweine, also wir sind mittlerweile ein geschlossener Betrieb, aber da kann man vielleicht eh nachher noch genauer drauf schauen wir uns eingehen. Noch genauer an. Genau. Mhm. Und Ackerbau natürlich, also das Futter für unsere Tiere, das bauen wir zum Großteil selber.
Genau. Da hört man eine Katze im Hintergrund. Ja, ja, die meldet sich auch zu Wort. Es gibt nicht nur Schweine, es gibt auch eine Katze. Aber Kälber haben wir auch gesehen. Genau. Durch das, dass wir eben in der Übergangslage sind, haben wir natürlich auch viele Wiesen, viele Grünflächen, die was nicht als Acker nutzbar sind oder nicht sinnvoll. Durch das haben wir auch durch die Geschichte eigentlich immer schon, wie halt die Betriebe früher waren, immer Kühe auch gehabt dazu. Und das sind halt nur die letzten Reste, die was nur als Grünland verwerten. Eigentlich. Über welche Stückzahlen reden wir da bei den Kühen und bei den Schweinen? Bei den Stiere sind das. Stier sind acht Stück. Zusammen vier, ja. Genau, also versetzt war ja Altersunterschied, vier und vier. Von den Schweinen. Ja, wie viele Schweine habt ihr? Genau, um die 90 Zuchtschweine. Und das sind dann um die 750 Mastschweine. Ui, wow, eine Riesenmenge. Dann würde ich sagen, wir schauen einmal zu den Schweinen, Christoph, oder? Ja, mit Freude. Ja, gut, gehen wir rüber. Okay. Das ist der Teil von meiner Frau. Wir haben es einfach so aufgeteilt. Also mein Bereich ist eher, das sind die Zuchtschweine und die Ferkelaufzucht. Und der Martin ist für die Mastschweine zuständig. Und es hat einfach jeder seine Zuständigkeit, wo er die Haupttätigkeiten macht. Und natürlich, wenn mehr Arbeit anfällt, helfen wir überall zusammen. Aber so grundsätzlich, dass jeder einfach seine Bereiche hat. Genau. Damit es nicht zum Streiten ist. Ja. Genau. Aber ich glaube, das sollte man für unsere Hörer ein bisschen erklären. Es gibt nämlich Betriebe, wo Ferkel zugekauft werden und dann gemästet. Mhm. Bei euch ist das aber eben anders. Genau. Ihr macht es von der Geburt genau. bis zur fertigen Sau. Mhm. Bis vor einem guten Jahr war es so, dass, also die 90 Zuchtschweine circa, die haben wir eigentlich jetzt immer schon gehabt. Nur haben wir nur einen Teil selber gemästet, also nicht einmal ganz die Hälfte, und die restlichen Ferkel verkauft direkt immer an denselben Mäster. Das hat grundsätzlich gut funktioniert, aber das Ziel von Martin und von mir war eigentlich immer schon, dass wir gerne ein geschlossener Betrieb sein möchten, dass wir einfach möchten, dass alle bei uns Geborenen auch bis zum Schluss bei uns bleiben können. Und das hat sich einfach jetzt nach und nach durch ein paar Zufälle ergeben, dass wir die Chance gekriegt haben, dass wir gesagt haben, okay, wir trauen sich drüber, wir machen das jetzt. Und das ist eigentlich eh alles in den letzten zwei Jahren passiert, von der Entscheidung, bis dass wir jetzt schon Schweindl unten sehen dann, genau. Und das ist jetzt eigentlich noch gar nicht so lang, aber wir sind recht glücklich mit der Entscheidung. Habt ihr da eigentlich auch bauliche Maßnahmen ergreifen müssen, um mehr Schweine zu beherbergen? Mhm. Also wo früher unsere Mastschweine waren, das war ganz eine konventionelle Schweinemast. Das hat sich da in einer Halle im Nebengebäude befunden, haben wir 300 Mastplätze, sage ich mal, gehabt. Das ist jetzt die ganze Halle für die Ferkel reserviert. Da haben wir innen ein paar bauliche Umbauarbeiten gemacht, einfach, dass wir es für die Ferkel ein bisschen gemütlicher machen. Wir haben ja noch einen Auslauf dran gezogen, wo er eingestrahlt ist, das schauen wir uns nachher noch an. Und die großen baulichen Maßnahmen waren eigentlich dann der Maststall. Weil da wir einfach zwei komplett extra Gebäude errichtet haben für die Mastschweine in einem Außenklimastall. Das können wir sich dann auch noch genauer anschauen, wie das funktioniert. Aber das war die größte bauliche Maßnahme, ja, die wir jetzt setzen haben müssen. Weil das Interessante finde ich ja im Zusammenhang der Geschichte auch, dass ihr sozusagen als, ich sage es, Jungbauern, zumindest im Vergleich zu mir, du bist ja auch eine jüngere Dame, also wirklich ihr habt eine Perspektive, ja, ihr habt einen Plan, ihr macht es nicht irgendwie halbart oder hobbymäßig, sondern ihr geht wirklich in die Richtung, dass ihr sagt, wir wollen hier ausbauen und eine Zukunft haben. Auf jeden Fall. Und genau. Das in einer Zeit, wo man ja eigentlich gerade aus dem Schweinebereich eher hört, wie schwierig es ist, weil du ja über den Preis kaum mehr so viel verdienst, dass du überhaupt investieren kannst, oder? Also es interessiert mich genau. Dann ein bisschen im Detail. Darum haben wir natürlich die Ausrichtung genommen in Richtung Tierwohl natürlich, also auch aus Eigeninteresse und auch in der Hoffnung, dass das in Zukunft einfach mehr honoriert wird, die höheren Tierwohlstandards. Und wir sind eigentlich beide, also meine Frau kommt auch aus der Landwirtschaft, aber eher aus einem Milchviehbetrieb. Und wir wollten eigentlich immer schon, unser Ziel war einfach, dass wir wirklich beide davon leben können. Und da braucht man natürlich eine gewisse Größe auch dazu, dass man wirklich vernünftig auch leben kann, dass man die Kinder in normalen Standard ein bisschen bieten kann. Ja. Voller Wert. Gesagt, ja. Voller Wert. Ich meine, über die Standards müssen wir ja sowieso jetzt im Speziellen noch reden, damit wir das nämlich auch auf jeden Fall abdecken, was das überhaupt bedeutet, abgesehen, dass es hier sehr schön ist, aber was Tierwohl für euch bedeutet und welche Standards ihr
erfüllen müsst. Dafür würde ich aber ganz gern schon zum Stall gehen. Genau, und da gehen wir jetzt auch hin. Mhm. Ne? Genau. So grundsätzlich hat bei uns immer ein Kreislauf auch im Zuchtbereich schon. Und zwar gliedert sich das bei uns in 3 Wochen. Also wir arbeiten im Zuchtbereich in einem 3-Wochen-Rhythmus. Sprich, wir haben alle 3 Wochen circa dieselbe Arbeit. Also es ist relativ kalkulierbar, was man in welcher Woche welche Arbeit ansteht. Mhm. Das gliedert sich in Besamungswoche, in Abferkelwoche und in Absetzwoche. Beginnen dort in der Besamungswoche. Also wir haben einen Eber im Betrieb, der ist jetzt nicht nur so da, sondern also mein Mann samt den auch ab. Der muss seine Pflicht erfüllen. Genau, also wir verwenden auch seinen Samen. Also bei uns haben alle Ferkel den gleichen Papa, sage ich immer. Und passiert das auf natürlichem Weg oder greift man da schon ein, weil es ja auch mal eine Riesenmenge geht, oder? Genau, ja. Das wird abgesandt, der Samen wird abgenommen, wird dann verdünnt mit so Verdünnerlösungen, dass man den natürlich streckt. Kann das überhaupt, müsst ihr den nicht austauschen können? Alle Ferkel haben immer den gleichen Vater? Ja, schon, weil die Zuchtschweine ja, die kaufen wir zu, die Mutterschweine kaufen wir zu. Aha. Und der Vater ist auch derselbe und das Produkt aus denen zwei, das sind dann die Endmastschweine, also die Mastschweine. Die werden nicht mehr zur Zucht hergenommen. Das heißt, da gibt es genetisch keine Probleme da. Genau, weil das eine Vererbung, das Mutterschwein ist zum Beispiel eine Kreuzung aus Landrasse und Edelschwein. Da werden einfach die Zuchteigenschaften am besten zusammengefasst. Die eine ist eher robust, die andere hat eher gute Zuchteigenschaften und gute Muttereigenschaften. Und diese Kreuzung sind unsere Mutterschweine, die werden dann mit einem Pietrain belegt. Der ist eher ein bisschen fleischlastiger, dass er mager ist und dass eine schöne Fleischauflage drauf ist. Und das sind dann die Endmastschweine. So, jetzt ist einmal der Martin in den Stall. Großer Aufruhr in der Kinderstube, weil die natürlich uns nicht kennen. Der Martin wird sich ein bisschen vorbereiten, damit sie sich nicht schrecken. Jetzt gehen wir in unseren Ferkelstall, beziehungsweise in den Auslauf von unserem Ferkelstall. Da sind sie ab eben 5 Wochen nach der Geburt, 6 Wochen nach der Geburt. Da haben sie dann schon den Strohauslauf dabei. Was wir da jetzt dann vorne sehen, wenn wir reingingen, die sind erst einige Tage herrennen, die sind noch ein bisschen schüchterner. Natürlich, die müssen den Strohauslauf, das Klopptürl für einen nur ein bisschen kennenlernen. Und jeder Stall ist natürlich neu für sie. Da brauchen sie ein bisschen Eingewöhnungsphase. Du, und jetzt mal, nur für unsere Hörer, weil wir stehen da vor, das ist ein bisschen ähnlich, wie man es aus der Milchviehhaltung kennt. Das sagst du, hast einen offenen oder einen Stall mit einem Auslaufbereich, den man aufmachen kann, wo auch Frischluft reinkommt, Tageslicht. Da genau, kann man wahrscheinlich das Fenster versenken, oder? Dann genau, ist das geht ganz runter. Das ist einfach dann ein Schutz für den, das ist eigentlich auch schon Außenklimabereich, natürlich im Fackel. Da brauchen sie den Innenbereich nur, wo es geschützt ist, wo es wirklich warm ist, weil es nur ein bisschen empfindlicher sind. Der Strohauslauf ist natürlich schon wirklich Außenklima und braucht aber die Fackel natürlich dann im Winter oder wenn der Wind recht stark geht, macht man dann die Fenster seitlich zu, dass einfach nicht der Wind durchzieht. Mhm. Weil verkühlt sind sie dann auch leicht. Muss das und beheizt werden? Nein, außen nicht. Außen innen nicht. Ist geheizt. Innen haben wir übrigens Heizung. Ja, das hat aber den Grund, weil wir einfach jetzt die Fackel den doppelten Platz geben. Ja. Was wiederum den Grund? Der Grund dafür ist, weil wir einen Ringelschwanz haben. Also wir kopieren keine Schwänze. Ja. Das ist auch unter anderem eine Auflage zu unserem Programm, wo wir liefern. Und da können wir ja dann noch genauer drüber reden, wenn wir dann vorne sind. Da haben wir einfach viele Maßnahmen ergriffen, dass das funktioniert mit dem Ringelschwanz. Mhm. Weil das gar nicht so einfach ist, dass das. Und wir haben ja auch gelernt, dass die Schweine einen Sonnenbrand kriegen können, wenn sie zu viel in der Sonne sind. Ist das bei so einem Außenklimastall auch ein Risiko? Oder? Ja, auf jeden Fall. Das werden wir dann im Moosständer mehr sehen. Da haben wir eine Beschattung. Das sehen wir dann unten da im Fackelstall. Brauchen sie eben nur mehr Schutz. Da ist jetzt wirklich ein isoliertes Dach drauf. Da ist nur seitlich ein guten 1,20 Meter offen, dass einfach die frische Luft durch. Ja, genau. Na, dann schauen aber wir mal nur rein. Ein bisschen geschützt ist, dass man es ein bisschen schützen kann, wenn es außen einfach für den Winter und wenn der Wind geht. Genau, da sind es nur geschützter. Gut, jetzt probieren wir es, ob sie uns erkennen. Aushalten. Da hören wir jetzt natürlich die kleinen Tierl, die sind ja für das da, dass einfach innen, dass nicht die kalte Luft recht innen geht. Ja, da schaut wer neugieriger raus. Und die sind noch ein bisschen ängstlich, wie wir gesagt haben. Ja, und sie kennen uns natürlich nicht. Ne? Ist richtig, also, genau. Man hört, dass es gibt so einzelne Boxen, wo überall so ein Schwingtür ist, wie so ein Katzentürl, kennt man es aus dem privaten oder aus dem Haushaltsbereich.
Und da hört man, dass immer wieder die Türen aufgehen und Schwendeln rauskommen. Aber jetzt verstecken sie sich ein bisschen im Innenbereich, weil sie uns riechen wahrscheinlich und den Geruch nicht kennen. Genau. Sag Martin, kannst du uns jetzt noch einmal aufklären, was jetzt Tierwohl für dich bedeutet, was die Auflagen sind, was das Programm ist? Man sieht im Supermarkt, steht dann Tierwohl. Ja? Aber wie setzt sich das im Betrieb um? Was bedeutet das? Warum tut sie das? Wo sind die Unterschiede? Und was bringt es dann auch in der Vermarktung? Oder was ist es für ein Programm, wo ihr drinnen seid? Genau. Wir sind jetzt im AMA Gütesiegel TW 100, heißt es. Klingt wahnsinnig technisch. Genau, Tierwohl, TW heißt Tierwohl. Tierwohl 100, Tierwohl ist bekannt. 100 heißt 100% mehr Platz. Okay. Und dann gibt es noch viele so Punkte dazu, die was man eben erfüllen muss. Da ist eben doppelter Platz, befestigte Liegefläche, mit Stroh eingestreute Liegefläche, gentechnikfreies Futter, Futter aus, also großteils eigen, hofeigen. Mhm. Dann kommt nur dazu ein Rängelschwanz, kein Kopieren des Schwanzes und eine Kastration unter Vollnarkose mit Schmerzmittel. Mhm. Das sind die Unterschiede zum klassischen Gütesiegel im Schweinebereich. Genau, ja, das kann man so sagen. Ja. Okay. Genau. Ist das das höchste Programm, das man im konventionellen Bereich machen kann? Ja, das ist das höchste Programm soweit, ja. Genau. Es gibt natürlich viele ganz regionale Einzelprogramme, was aber sehr, sehr regional sind. Aber so im größeren Stil ist das absolut das Höchste. Ja. Und über diesem Programm gibt es eigentlich nur noch ein Programm, das wäre dann Bio. Genau, richtig. Ist das Thema für euch? Eigentlich eher nicht. Aus zwei Gründen eigentlich, hauptsächlich aus im Zuchtbereich sind dann doch sehr, sehr hohe Auflagen im Bio-Bereich, wo man einfach dann platztechnisch und arbeitstechnisch dann nicht mehr zusammenkommen würden. Und auch wir natürlich, wir ein bisschen in der Grenzregion vom Ackerbau sind und da ich persönlich das Beste aus beiden Welten gern zusammenfasse. Ich bin eigentlich konventioneller am Ackerbau, bin aber immer schon, habe viele Kontakte mit Biobetrieben und ich finde immer das Beste, wenn man das Beste aus beiden Welten zusammenfassen kann. Es hat jeder sehr gute Ideen, es macht keiner alles richtig und das gefällt mir eigentlich am besten. Also sprich, ihr lasst euch ein bisschen inspirieren quasi von den Biobauern im Austausch. Ja, machen auch, genau. Weil du sagst ja, ihr habt ja vor... fremde Ansätze ganz gut. Und du sagst ja, ihr habt vor dem Programm oder ohne das Programm auch schon selbst Maßnahmen ergriffen am Betrieb, die nicht sein müssten, oder? Also ihr habt freiwillig schon irgendwie etwas getan fürs Tierwohl, wenn ich es richtig verstanden habe. Jetzt eigentlich, also eigentlich... Der große Schwung ist jetzt mit dem Programm, weil einfach dann die ganzen strukturellen Änderungen, die eigentlich den Platz erst freigeben haben, der neue Maßstab, dass wir auch im Ferkelbereich mehr Platz und einen Auslauf bauen haben können. Ja, genau. Und der nächste Schritt ist eigentlich auch schon wieder absehbar, das ist im Zuchtstall, die freie Abferkelung, das müssen wir dann auch in die nächsten Jahre umsetzen. Freie Abferkelung heißt? Die Muttersau ist bei der, ist eben, wenn die Fackel dabei sind, nicht mehr fixiert, nur noch direkt bei der Geburt, dass sie ein bisschen beruhigt ist und aber dann wieder frei ist und sie frei bewegen kann. Mhm. Und dann natürlich viel mehr Platz das hat. Das ist das nächste, was ihr am Plan habt, was ihr entwickeln werdet. Okay? Genau. Ja. Du, und das klingt ja alles nach sehr viel Geld und Investment, oder? Wenn man euch so zuhört, das heißt, wie kann sich das rechnen, wenn man rundherum hört, dass das irgendwie Schweinehaltung sich nicht mehr auszahlt, dass man hohes Investment hat, aber keinen Preis kriegt für das Kilo? Also dass man sozusagen, auf der einen Seite gibt es Forderungen, aber niemand zahlt das. Wie geht sich das bei euch aus oder was hat euch bewogen, den Schritt zu setzen? Oder merkt ihr auch schon, dass es sich auszahlt? Könnt ihr es besser vermarkten jetzt, eure Masttiere? Ja, da haben wir ein bisschen das Glück, glaube ich, dass wir nur eher bei den Ersten dabei sind. Die Programme sind eigentlich alle mehr im Aufbau erst. Und da haben wir eigentlich nur die Chance, dass wir sagen, okay, wir brauchen für die gewissen Maßnahmen brauchen den gewissen Mehrpreis. Und den können wir da eigentlich jetzt nur ganz gut lukrieren halbwegs. Ich meine, wir hängen natürlich am allgemeinen Marktpreis und wir schwanken genauso mit. Aber die Mehraufnahmen sind zumindest
schaue durch die Programme jetzt weg. Mhm. Habt ihr da einen Abnehmer, der euch alle Schweine abnimmt? Ja, genau. Da haben wir einen Abnehmer, das ist der VLV, der Mästering. Mhm. Genau, und die gingen auch jetzt zu einem, gingen auch weiter dann zu einem Abnehmer, zu einem Großhandler in der Frischfleischtheke. Ja. In einen Lebensmitteleinzelhandel, genau, oder? Genau. Das heißt, genau. Ihr verkauft an eine Vermarktungsgemeinschaft oder Genossenschaft, genau, oder irgend sowas, genau, und der vermarktet dann von vielen Betrieben, genau, an einen großen Abnehmer. Genau, mhm. Da haben wir jetzt aktuell eben 4 bzw. 5 Landwirte, die was da im oberösterreichischen Raum in die Sparte inliefern. Mhm. Also das heißt, wir sind wirklich nur sehr, okay, überschaubar. Das ist eine Nische Preis eigentlich noch? Im Moment ist nur Nische. Ist natürlich im Aufbau, weil im Einzelhandel die Frischfleischdecke bedient werden will und der das österreichweit schaffen möchte. Mhm. Aber das braucht natürlich einige Jahre Zeit. Bis das, also es braucht die Betriebe, ja, und es braucht aber auch die Konsumentinnen, oder? Richtig, genau. Die das nachfragen, damit der Lebensmitteleinzelhandel sagen kann, okay, ich brauche mehr von eurem Fleisch, richtig, in, genau, der Qualität, weil, genau, ich verkaufe es gut. Und die, was auch bereit sind, dass sie einen gewissen Mehrpreis bezahlen können. Obwohl ich finde, dass der Mehrpreis eh absolut überschaubar ist. Es ist einfach zwischen konventionell und bio angesiedelt. Mhm. Also die, was bewusst einkaufen, meiner Meinung nach, glaube ich, ist das absolut leistbar. Kannst du das konkret sagen, was da, also was das Kilo davor gekostet hat und was es jetzt kostet? Oder so, zumindest die Steigerung, damit man irgendwie ein Gefühl kriegt? Ja, es ist natürlich nicht der ungefähre Wert. Mhm. Ich bin da nicht zwingend drinnen, aber man hat die gute 2 Euro an der Theke, was dann wirklich beim der Kilo Mehrpreis ist. Schweinefleisch. Ja. Mhm. Was konventionellen österreichischen Fleisch. Klingt auf, ja, verschmerzbar, ja, ja. Genau. Ja. Deswegen, wenn ich da die Felder sehe, wie viel Ackerland bewirtschaftet sie eigentlich da? Mittlerweile, das war, hat sich vor dem Stallbau ergeben, hat ein Nachbar für mich auch neu verpachtet. Den haben wir auch glücklicherweise dazu gekriegt. Jetzt sind wir mittlerweile auf die 50 Hektar. 50 Hektar? Genau. Reicht nur nicht ganz, dass wir unsere Schweine sollen versorgen. Mhm. Da habe ich aber das Glück, dass wir von meinem Onkel eigentlich die ganzen Früchte kriegen. Der ist jetzt reiner Ackerbauer geworden. Von dem kaufe ich eigentlich alles zu, mit dem arbeite ich ganz gut zusammen. Und von meinem Cousin kaufe ich auch sehr viel zu. Mhm. Und ein bisschen Restmenge noch von Nachbarn. Was jausen denn die Schweindeln so, von klein, ja, bis groß? Also während der gesamten Aufenthaltszeit bei euch am Betrieb. Was brauchen die, was fressen die? Am Anfang die 4 Wochen mal hauptsächlich Milch. Da geben wir nur ein bisschen Absetzfutter mal dazu zum Gewohnen. Dass sie sich mal ein bisschen dran gewohnen an das Feste. Genau, und dann geht es eigentlich los mit Getreide. Genau. Genau. Zuchtbereich und Fackel ist Trockengetreide. Getreide ist Weizen, Mais, Weizen, Gerste und Hafer. Mhm. Je nachdem, wie groß das Schwein ist, in verschiedenen Zusammensetzungen. Mhm. Mhm. Und weiter geht es dann im Mostbereich. Da kommt dann ein Lieblingsfutter dazu, das ist der Nassmais. Okay. Der wird ungefähr mit 30% Feuchtigkeit in die Betonsilo, was wir da hinter uns sehen, ja, einsiliert, direkt bei der Ernte schon gemahlen. Da eine, das ist im Prinzip ganz einfach pauschal erklärt wie ein Sauerkraut. Mhm. Also ist das vergärt. Ist vergärt, ja, genau. Ja. Okay. Genau. Und den lieben sie natürlich Frigas. Das ist, da sind dann knappe 50% im Mostbereich, der, eben der Nassmais und der Rest Getreide. Und eben der Donausoja. Und das könnt ihr, die 50 Hektar, könnt ihr zu zweit, macht sie das zu zweit bewirtschaften? Ja, machen wir großteils zu zweit. Natürlich zu Stoßzeiten habe ich dann noch ein bisschen Hilfe, großteils eigentlich von meinem Bruder. Mhm. Dankenswerterweise. Ja. Genau, die Oma hilft uns auch mit den Kindern, genau, immer. Ja, ja, genau, natürlich braucht man auch, gell, die, genau, die Kinder aufpassen. Mhm. Gut, ich würde sagen, wir schauen wir weiter zu den nächstgrößeren Schweindeln. So ist es. Wir stehen jetzt vor 2 sehr großen Hallen. Was für Tiere sind da jetzt drinnen? Also da drinnen befinden sich jetzt dann unsere Mostschweine. Das sind 2 Außenklimaställe. Das System heißt Pickport. Wir befinden sich jetzt am Anfang der Rampe. Das heißt, unsere Ferkel kommen da durch die Tür vom Ferkelaufzuchtstall außer und dürfen einmal über die Rampe da in den neuen Stall rein. Waren wir sich nicht ganz sicher, ob es gut funktioniert, aber sie fetzen voll ab. Also kommen schon auf die Retour, bis wir da sind. Steht, genau, ja, genau. Wow. Weil das sind doch durch das, dass wir in der Hanglage sind, 4 Meter Höhenunterschied. Ja, genau. Unsere Renner sind es gewohnt, also können wir ja
auch im Ferkelstall schon aussehen. Jetzt fetzen sie da relativ schnell eigentlich in meinen neuen Stall. Ja. Genau. Wann haben Sie das gebaut? Letztes Jahr. Das schaut ja ganz frisch aus. Ja? Genau. Brandneu. Letztes Jahr am 12. Oktober sind wir einzogen. Genau. Das heißt, ihr habt davor irgendwann einmal entschieden, ihr wollt irgendwie andere Standards in eurer Zucht und Mast. Genau. Und dann habt ihr euch entschieden, wie setzt man das um quasi und was braucht ihr dafür? Genau, also dass wir einen Außenklimastall bauen, war eigentlich dann relativ schnell klar, nachdem wir sie einen anschauen, oder zwei haben wir sie eigentlich anschauen dürfen. Und einer davon hat uns einfach extrem gut gefallen. Es war die gleiche Größe, der Bauer war irrsinnig nett und sehr ehrlich. Hat uns sehr viel erzählt und wir sind heimgefahren und haben gewusst, sowas wollen wir. Dann haben wir geschaut, wie es machbar, weil mit der Hanglage einfach nicht so leicht. Alles andere, das Programm vom Mama Gütesiegel hat sich eigentlich zufälligerweise gerade nebenbei ergeben. Mhm. Also der Entschluss ist festgestanden. Ich glaube, der erste Plan war sogar schon voreingereicht und dann haben sie das vorgestellt. Und dann haben wir natürlich noch kurz überlegt, weil manche Sachen sind wirklich eine große Herausforderung, wie der Ringelschwanz zum Beispiel. Trauen wir sich drüber? Möglich ist auf jeden Fall mit dem Stallsystem, wie wir sowieso vorgehabt haben. Und wir haben uns dann dazu entschieden und wir sind eigentlich nach wie vor recht glücklich mit unserer Entscheidung. Genau. Du, und weil du den Ringelschwanz jetzt schon einmal angesprochen hast, du hast vorher gesagt, das ist, ihr beobachtet bei den Ferkeln, dass die relativ rasch anfangen da zum Knappern. Genau. Das ist ja wahrscheinlich der Grund, warum man es sonst eigentlich kopiert. Ja. Warum ist das so? Oder was kann man da dagegen tun? Oder warum tun sie das? Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Weil er noch fad ist? Oder? Auch. Also es sind ein paar... Da gibt's so viel Meinungen dazu. Okay. Und wir haben gesehen, also wir haben nicht von Haus aus den Straßlauf gehabt, sondern vorher war einfach eine doppelte Fläche, aber nur Innenbereich vom Stall. Wirklich jeden Tag Beschäftigungsmaterial geändert, Strohraufen drinnen gehabt, hat nicht gut funktioniert. Also nur der Platz allein haben wir festgestellt, ist absolut nicht. Genau. Und auch Beschäftigungsmaterial umhängen, so, es ist alles viel Zeitaufwand einfach. Seitdem sie den Außenklimabereich und natürlich auch das Stroh zum Wühlen haben, ist leichter geworden. Und dann haben wir wieder festgestellt, dann hat es lange auch gar nichts gegeben. Wir haben dann ein paar Partien Samen zukaufen müssen, weil unser Peter heißt er, unser Eber, krank war. Genau, Peter, da weiß ich nicht, sechste oder so. Der heißt immer Peter. Immer. Tradition. Ja. Genau. Da haben wir ein paar Partien einfach Samen zukaufen müssen und das war... Da hat man erst gemerkt, wie ruhig die Natur von unserem Eber ist, weil einfach, da war nichts Außergewöhnliches und sie haben einfach losgelegt mit dem Anknabbern. Das heißt, und das ist auch Vererbungssache oder wer die Elterntiere auch, sind ja, oder wir, okay. Das haben wir gesehen eigentlich, ja. Es ist, wie man so sagt, schön sagt, eine multifaktorelle Krankheit. Es gibt nicht die ein, zwei Punkte, die was man machen muss und dann funktioniert das. Genau, also ist der Schwanz ist einfach das Zeichen nach außen, sobald irgendeine Kleinigkeit einer anlegt, ob es jetzt eine leichte Hurschen ist, eine leichte Verkühlung, ein leichter Durchfall, einmal einen Zug hat, sie wegen irgendeinem anderen Grund unwohl fühlen, ist das Erste, dass sie einfach am Schwanz ein bisschen das Knappern anfangen. Aha, interessant. Das ist so ein Sensor eigentlich, oder? Genau, oder? Ja, kann man voll. So sagen. Ja. Genau, und sobald es einen einzieht in den Schwanz, sieht man eigentlich, ganz passt was da nicht. Und darum geht man auch jeden Tag zweimal wirklich jede Bucht von vorn bis hinten in Auslauf und innen durch. Und ich kontrolliere auch wirklich jeden Schwanz optisch jeden Tag zweimal, weil oft siehst du das gleich gar nicht, aber du musst einfach gleich was tun, nur mehr Beschäftigungsmaterial und so Sachen, dass du das abfängst, weil sonst kann alles ganz schnell eskalieren. Du, und wenn wir gerade jetzt bei den Krankheitsbildern sind, ist die afrikanische Schweinepest, von der man immer wieder liest, ist das bei euch ein Risiko in der Gegend oder ist das für eure Tiere mit den Außenklimastellen irgendwie speziell ein Risiko oder berührt euch das nicht? Es ist auf jeden Fall ein Thema bei uns, weil wir wissen, dass immer wieder Wildschweine mal da sind, wie in den meisten Bereichen, man glaubt es noch nicht. Wir müssen natürlich Schutzvorkehrungen treffen, das sind hygienetechnisch, natürlich mit wer darf in den Stall rein, mit was für eine Vorkehrungen, also eigenes betriebseigenes Quandl. Zusätzlich gibt es natürlich die Zäune, was wir da sehen. Es muss überall eine doppelte Umzäunung sein, dass eben kein Kontakt zwischen Wildschwein und Haustier, Hausschwein sein kann. Gibt es hier in der Gegend also Wildschwein? Immer wieder. Sind nicht heimisch, aber durchziehen, Zintur, dann so Rotten, oder? Immer wieder. Immer wieder. Und jagt sie die? Ich bin natürlich kein Jäger, aber sie werden bejagt. Ja. Aber es ist halt, ein Wildschwein ist... wie jedes Schwein, sehr, sehr kluges Tier. Die wissen, wie sie sich verstecken können.
Und die sind sehr schlau und äußerst schwierig zu erwischen. Ich habe noch eine Frage zum Bau und zum Risiko. Wenn man jetzt Anfang 30 ist und in Österreich Landwirtin, Landwirt, Bäuerin, Bauer, ja, hat man da Magenweh, wenn man doch sehr viel Geld in die Hand nehmen muss und sowas dann baut? Das ist eine Perspektive von wie vielen Jahren? Von 20 Jahren, 25 Jahren, 30 ja, Jahren? Man hofft, ja, genau. So 20, 25 Jahren sind. So wird schon natürlich weiter. Ja, da hilft uns, wie soll man sagen, unser starker Optimismus doch sehr drüber, aber man tut es einfach schon gern. Nein, und eben in die Programme, mit so abgesicherten Programmen, traut man sich natürlich dann schon ein bisschen leichter investieren. Abgesichertes Programm. Das habt heißt, wir haben Sicherheit Vertrag für eure Investitionen. Ja, wir haben fixe Aufschläge, was wir für unsere Aufwände, Mehraufwände kriegen. Mhm. Wir hängen natürlich prinzipiell am allgemeinen Marktpreis. Aber wir haben, Börse. Genau, richtig. Aber wir haben halt unsere fixen Aufschläge, die was die Mehraufwendungen abgelten. Mhm. Somit kann man, ist das kalkulierbar, sagen wir so. Aber habt ihr eine Abnahmegarantie? Ja, haben wir auch. Ist natürlich für einen begrenzten Zeitraum, aber für die nächsten Jahre haben wir eine. Ja. Und jetzt ist die Diskussion ja gerade riesengroß um das Thema Schweinehaltung. Es gibt immer wieder ganz hässliche Bilder, die man sieht von einzelnen Betrieben. Und eine große Diskussion drinnen, da wird sich sicher vieles verändern. Man muss ja darüber diskutieren. Wie schätzt ihr das ein? Ihr nehmt viel Geld in die Hand und investiert in die Zukunft und auch sozusagen in das Wohl eurer Tiere. Ist das mehrheitsfähig? Wird das mehr? Wird das eine relevante Größe annehmen? Bleibt das eine Nische? Spürt ihr auch die Nachfrage von Konsumentenseite? Also auch direkt vielleicht oder auch in der Umgebung? Was ist da euer Gefühl bei dem Thema? Ist ein sehr starkes Interesse eigentlich schon da. Es ist interessant, wie schnell so sich da die Meinungen ändern eigentlich. Muss ich kurz die Geschichte dazu erzählen. In den letzten 3 Jahren, seit dass wir da eigentlich planen drüber, wie sich das verändert hat, auch landwirtschaftsintern und auch nach außen. Wie wir angefangen haben, das ist jetzt vielleicht 3 Jahre her, haben wir mal einen Berater da gehabt, wo wir gesagt haben, ja, okay, wir möchten in einen geschlossenen Betrieb reingehen, wo könnte man was für ein Stallsystem machen? Was könnte da passen? Und da sind wir eben beraten worden, ja, Hanglage, Tierwohl, ja, ist doppelter Platz, muss auch nicht sein, glaube ich auch, dass immer eine Nische bleibt, hat uns der Berater da zumindest gesagt. War man dann natürlich nicht ganz zufrieden mit der Sache, wir wollten schon irgendwie in eine gewisse Tierwohlschiene reingehen, ein bisschen Recht haben wir ihm gegeben, ja, ist klar, es wird eine Schiene sein und das andere ist einfach bekannt und das weiß man und ja, genau. Aber wie gesagt, wir haben dann nachgebohrt und haben sich auch den Stall angeschaut, der was uns eigentlich von Haus aus viel begeistert hat. Ist das bei euch in der Umgebung da? Also oder? In Niederösterreich? Nein, ist in Österreich, genau. War dann... Eher die Frage, ob wir es in unserer Hanglage schaffen, genau. Weil natürlich, das ist schon eine Erdbewegung gewesen. Ist nochmal ein bisschen ganz mehr Unterbad runter. Genau. Aber wir haben gesagt, nein, wir wollen das. Genau. Weil dann das Bauen angefangen haben, ist die Tierwohldebatte voll entbrannt. Also da hat es nichts anderes mehr gegeben als Tierwohl. Mhm. Und alle anderen sind richtig schlecht gemacht worden und nur Tierwohl und nur Tierwohl. Und das ist die Zukunft und alles andere gibt es nicht mehr. Mhm. Wie wir dann eingestellt haben, also das war dann ein Jahr später ungefähr, hat sich das Ganze wieder relativiert. Durch das, dass einfach die wirtschaftliche Lage ein bisschen sich gedreht hat und natürlich der Konsument wieder ein bisschen mehr aufs Geldtaschel schaut und auch wie man merkt, bei den Eigenmarken und solche Sachen einfach wieder ein bisschen sensibler wird, preissensibler. Mhm. Der Kunde wird wieder ein wenig preissensibler mittlerweile. Somit hat sich das Tierwohl, wird sicher, es ist die Zukunft, glaube ich, auch in was für einer Form auch dann immer, aber es wird in die Richtung gehen, aber es ist zumindest hoffentlich wieder auf ein vernünftiges Tempo überbrochen worden. Dass halt das für alle Betriebe vernünftig. Weil einfach alle so schlecht, ungerechtfertigterweise so schlecht gemacht worden sind, weil es hat jeder Landwirt und jede Stallung seine Berechtigung. Und es wird immer jede Schiene von Fleisch braucht werden, sage ich mal. Das macht die Kritik kommt ja hauptsächlich daher, dass man immer wieder einzelbetrieblich so Bilder sieht, die eigentlich genauso nicht gefallen wahrscheinlich. Ja, gesagt, versteht einfach jemand seinen Job nicht und misshandelt die Tiere. Und das wird natürlich dann ein bisschen übergewälzt auf die ganze Branche, weil man ja nicht in jeden Stall reinschauen kann. Umso wichtiger, glaube ich, dass man Stelle erklärt und herzagt, damit man auch verstehen kann, was heißt Schweinehaltung. Genau, wenn man sieht, allein bei euch, wie man sieht, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt. Ja, das ist ganz wichtig. Über die Vorgaben hinaus freiwillig macht. Genau, wir haben auch immer ganz viel und ganz gern Gruppen da, angefangen vom Kindergarten. Ja,
bis Verkäufer in gewisse Märkte, ja, die einfach auch noch nie einen Stall von ihnen gesehen haben. Und wie sollte man es auch wissen, woher von ihnen anschauen? Ja, ja, woher, genau, sollen die dann erklären, was dir wohl ist? Genau, und das war ganz, ganz gut, ja. Und warum kostet es mehr? Ja. Ein guter, genau, Punkt. Und man kann es ja erklären. Absolut, ja. Also, aber es muss natürlich nachvollziehbar sein. Genau, genau. Gehen wir runter. Ja, genau, schauen wir uns nämlich an. Älteren Herrschaften. Naja, da sieht man schon die ersten. Die ersten Ginger. Herrlich, die liegen da heraus und gemütlich und schlafen. Ja, also da sind jetzt, hätte ich mal gesagt, fast alle heraus. Ja, ja, schaut so aus. Die, ja, genießen. Genau. Die Frischluft, die Terrasse quasi, genau, den Balkon. Genau. Und Temperatur ist angenehm heute, des Genießens. Gibt es auch zu kalt für die erwachsenen Tiere auch, also wo die nicht mehr rausgehen? Nein, interessanterweise nicht. Das war für uns auch ungewohnt. Ja, also die fangen bei jeder Temperatur, genau, aus. Dann fangen wir vielleicht für den Punkt an, dass man einfach einmal das Stallsystem erklärt, ja, wo wir da sind. Wie gesagt, das ist ein Außenklimastall. Das ist, schaut aus wie ein Carport, wenn man da vorstellt, mhm, kann man sagen. Es ist eine Dachschräge, die vorne ist ein Rollo, das ist 2 Meter hoch. Das macht auf, wenn es warm ist, also jetzt gerade ist auch fast ganz offen. Innen haben wir den befestigten Liegebereich, da ist auch die Stroh drinnen und da ist Futter drinnen. Mhm. Da liegt auch auf der Aufstellung liegt der Decke drauf, also in 1 Meter Höhe ist eine Decke, der, mhm, hat den Sinn, dass innen erstens einmal die Wärme drin bleibt im Winter, weil es, mhm, ja eben, wie gesagt, Außenklimastall ist. Und dass die Schweine, wie sie es auch von der Natur aus gewohnt sind, in einer Höhle haben. Da ist Fenster drinnen, da ist warm, da ist geschützt, da wissen, da können sie sich zurückziehen, mhm, da koten sie nicht rein. Kotbereich ist da außen, wo wir jetzt gerade davor stehen. Ja, ja. Da, aber ist, das ist natürlich ein Spaltboden hier. Das ist ein Spaltenboden, genau, das, weil, ist der Kotbereich. Der Kot irgendwo hin muss, oder? Genau. Also. Und auch als nächstes natürlich, wir sehen, sie sind unter freiem Himmel. Das heißt, es regnet da in einen Auslauf. Und das natürlich dann mit einem Spalten am leichter machbar ist, weil wenn es jeden Tag oder jeden zweiten Tag ins Stroh hineinringt, nicht sinnvoll ist. Und macht ihnen der Regen was aus, oder sind, nein, wir da trotzdem sie draußen? Eigentlich. Sie sind gern immer draußen, mhm, auch im Winter, man glaubt es gar nicht, im Schnee. Wie viel, aha, das die schlecken den ganzen Schnee. Der Schnee liegt nicht lang. Der ist alles weg. Okay. Das ist eben das auch beim größten Wind da. Wir sind eben, die Ausrichtung ist der Auslauf nach Süden, dass der Westwind richtig durchgestreift, mhm, durch den Auslauf. Mhm. Dass sie das wirklich als Kotbereich nehmen, weil, ja, da müssen sie, da markieren sie einen Bereich, so, ja, quasi. Und da soll jetzt raus sein und innen ist dafür die Abdeckung drinnen, dass da wirklich ruhig ist. Da ist, mhm, Wind ruhig, da ist geschützt, da ist einer Liegebereich. Die Schweine wissen, wo sie koten und wo sie nicht koten. Wissen sie das? Ja, das wissen sie relativ schnell. Maximal im Sommer, wenn es schon lange heiß war, wenn es immer heiß ist, wenn es innen und außen gleich heiß ist, wenn einfach die Luft steht und man, sie kommen nicht innen, dann muss man sie, dann brauchen sie oft ein bisschen, dass sie es wirklich unterscheiden können. Da machen sie sich auf die befestigte Flächen, lullen uns dann doch öfter, mhm, mal rein, einfach als Abkühlung. Mhm. Aber zu 99% wissen sie das eigentlich relativ schnell, weil innen die Stroh ist, der befestigte Liegebereich mit der Abdeckung, wo es eine Liegehöhle ist, das, da wissen sie einfach, da längst ist eh nicht. Und in einem Liegebereich koten sie eigentlich normal. Die werden also Stuben rein. Ja, absolut. Weißt du, was mir jetzt gerade eingefallen ist? So eine Riesenanlage, Österreich, Behördenwege, Zulassung einer solchen Anlage, ist das eigentlich ein Problem? Nein, haben wir eigentlich Glück gehabt, wir haben da Einzellage, also unsere Nachbarn sind wirklich sehr weit weg, das ist uns da sehr entgegengekommen. Und sehr unkompliziert auch, oder sehr, genau, dafür, sagen wir so. Dafür, ja, es haben uns eigentlich und sind auch bäuerliche Betriebe, oder? Wenn man da so herumschaut, also die man sieht, sie, oder? Waren einmal bäuerlich, aha, leider, okay, haben wir in direkter Nachbarschaft keinen einzigen weitergeführten Betrieb, ja. Mhm. Weil es keinen Nachwuchs gibt? Oder? Auch, ja, großteils, genau. Mhm. Also schon, teilweise schon sehr lang nicht mehr bewirtschaftet. Mhm. Das heißt, es gibt immer weniger landwirtschaftliche Betriebe hier, ja, aber immer größere. Ja, natürlich wachsen sie immer, weil natürlich der Schweinepreis ist schon ewig gleich und irgendwo, wenn man sein Einkommen erzielen will, muss man es. Geht es über die Menge und nicht über die, genau, Menge? Genau, okay. Es treibt sich ein bisschen selbst an. Leider. Sieht man da gerade, dass eine bei der anderen ein bisschen am Ringelschwanz knappert? Die aber gleich abhaut. Genau, das tanzt vor Haus aus immer. Man sieht, die eine hat gerade da seitlich. Mhm. Sie röchen sie selber.
Die Hände für die Schweine ist einfach die Nase. Mhm. Der Mund und die Nase und sie. Okay. Mir geben sie Tanz zum Grissen, sie beschnuppern sie, sie halten Nasen zusammen, sie schlecken einmal sowieso. Aber wenn man dann reingeht zu ihnen, sie schlecken einmal noch an, beißen wir knapper noch mal ein bisschen rein. Das ist ihnen kennenlernen. Du, wie alt sind die Tiere, die man da jetzt sieht? Die sind jetzt ungefähr 9 Wochen da herunten im Moste. Mhm. Genau, plus 9 Wochen vor dem Most, ein Packerl auf Zuchtstall, plus die 4 Wochen bei der Mama. Mhm. Also Teenager eigentlich. Genau, ja, genau. Das muss ich noch einmal nachfragen. Sind das weibliche und männliche Tiere gemischt? Ja, sind gemischt. Genau. Und die männlichen Tiere sind alle kastriert? Mhm. Genau. Unter Vollnarkose sind die kastriert. Vom Tierarzt. Vom Tierarzt, ja. So eine natürlich nur eine der Auflagen, genau. Mhm. Narkose darf natürlich nur der Tierarzt machen und damit macht er das. Genau. Das heißt, um das klarzustellen, ihr macht nichts an den Tieren, keine Manipulationen, kein Schwanzerlapp, keine Kastration, nichts. Genau. Wenn irgendwas ist, dann kommt der Tierarzt und das war's. Genau. Ihr füttert sie und... Genau, wir sind seine Helfer, wie es beim Kastrieren ist. Mhm. Der macht die Hauptarbeit eigentlich. Genau. Ja. Ist natürlich, ein Tierarzt ist natürlich nie günstig und wenn er da durch eine gewisse Zeit da ist, ist er stark bei mir auch. Und auch zeitlich natürlich. Und zeitlich. Weil man einfach, wenn die in einer Narkose liegen, dann kennt man sie ja vielleicht selber, wenn man mal voll Narkose gehabt hat, dann ist die Aufwachphase gar nicht lustig. Mhm. So ist es auch bei den kleinen Fackerl. Und da bin ich dann wirklich den ganzen Vormittag im Stall. Und sobald eins munter wird, dann tue ich es wieder zur Mama, außer dass es dringen kann. Mhm. Weil sie sich sonst einfach gegenseitig verletzen, weil sie draufsteigen, weil sie selber nur ein bisschen düd sind. Und das ist einfach deutlicher Mehraufwand an Zeit jetzt geworden. Was ist eigentlich der Grund der Kastration? Die sind ja noch nicht geschlechtsreif in dem Alter. Aber knapp davor. Und wenn wir es dann wirklich bei der Schlachtung sind schon geschlechtsreif und dann entwickeln sie den Eingeruch, der Ebergeruch ist das. Und da darf man sich sehr schnell das Fleisch essen. Ja, absolut. So, das schaut lustig aus, denen da heraus und zuzuschauen, Christoph, oder? Die liegen da herum, manche schlafen, andere spielen. Sie sind sehr agil auf sie jeden Fall. Sie wirken sehr fröhlich irgendwo, ne? Und sehr immer rosig, gell? Ja, stimmt. Das ist die Rasse, oder? Die Kreuzung, die du hast. Ja, also das Mutterschwein ist Landrasse und Edelschwein. Und der Vater ist ein Biertren. Genau. Ja, jetzt natürlich Nachmittag haben sie gerade Siesta. Das ist ja eine Ruhephase. Jetzt sind sie gerade relativ ruhig. Ein bisschen bewegen dann sie sich, weil wir jetzt da sind. Weil wir da stehen wahrscheinlich, genau, oder? Ja. Mhm. Vorher sind sie wie... Vorgänger bin, sind eigentlich alle flach da gelegen. Mhm. Aber mit Besuch, mit Besuch muss man natürlich genau, eine Show muss man sich ein bisschen zeigen. Genau. Und da gibt's, da knappert gerade eine an so einer Kette, die da hängt, das sind Beschäftigungselemente. Genau, das ist nur ein zusätzliches, was halt mir noch dazu geben, zusätzlich eine Kette mit so einem Plastikbogen. Es ist interessant, eine Kette, sie bringen wenig sauber, aber irgendwie da fällt ihnen das voll, weil sie immer lutschen dran. Ja, ja. Taugt ihnen das mit den Ketten, weil sie sich so bewegt und am Eisen. Dann ein Seil sieht man da, der knappert genau. Gerade dran. Dann Wasser, also trinken können sie heraus, oder? Heraus auch und innen auch. Okay. Können wir dann noch reinschauen im Innenbereich. Trinken haben sie im Außen. Die werden, wenn es jetzt wirklich Frost hat, werden die im Außenbereich abdreht. Mhm. Sie haben dann innen noch Tränker auf der Wand und am Futterautomat. Und sind auch zusätzlich, dass sie das Futter so aufrechten können, nur wenn sie es, wer es mag. Wie viel Wasser braucht ein Schwein jetzt in dem Alter ungefähr am Tag und welche Futtermengen? Puh, Wasser nicht, ist jetzt. Sagen, aber Wasser ist eine gute Frage, das kann ich jetzt nicht einmal sagen. Mhm. Aber große Mengen auf ja, jeden Fall. Ja, ich kann es, wenn man eben gerade. Ich kann es gesamtbetrieblich sagen, wie viel. Wir brauchen um die 10 Kubik Wasser am Tag, also 10.000 Liter, so standardmäßig durchschnittlich. Das kann ich sagen, wie viel das ein Schwein genau braucht. Das ist eine gute Frage, ein Mastschwein kann ich nicht einmal sagen. Ja. Zuchtschweine brauchen sehr viel, okay. Sehr viel, gerade wenn sie die kleinen Fackeln haben, weil sie natürlich Milchproduktion haben. Und Butter hätte ich jetzt gesagt ungefähr 2,5 Kilo so im Durchschnitt. Mhm. Okay. Die sind heute geboren, die sind relativ groß geboren, sage ich mal. Die sind nämlich gleich groß, die sind aber schon einige Tage alt.
Sonntag ist schon geboren, genau. Wie viele Ferkeln pro Sau im Schnitt kommen da auf die Welt? Ja, das ist ganz verschieden eigentlich. Also die hat zum Beispiel 18 gekriegt, das ist viel zu viel. 18? Weil 18 kannst du niemals absetzen. Ja. Sage ich 13, 14 ist ein guter, guter Schnitt, genau. Und da habe ich aber schon ein paar versetzt, weil zum Schwadens da hungert. Eine weiter hinten hat weniger gehabt. Die hat mir die Gott sei Dank auch genommen. Die nimmt Fremde an, okay. Das sind deine Amme quasi. Ganz brav, ja. Nicht alle, aber die meisten sind da. Schau, da schlaft der Ferkel im Stehen beim Säugen ein. Du und die Sauen liegen da in so einem großen Käfig, wo sie aufstehen. Also die liegen jetzt alle, weil sie gerade säugen. Genau, aber die können aufstehen. Aber warum gibt es denn überhaupt diesen Umbau? Also diese Umbauung? Also nein, da hat sie das Ferkelschutzkorb und das ist einfach dafür da, dass sie sich nicht auf die Ferkel drauflegen, wenn sie ganz klar sind noch. Und jetzt momentan ist es so, dass die gesamte Säugezeit da drinnen sind. Und ab 2033 gibt es dann schon ein neues Gesetz. Und zwar hat man dann immer nur den Ferkelschutzkorb, aber nur die ein, zwei Tage bei der Geburt. Und ich glaube, ein, zwei Tage vorher, ich weiß jetzt gar nicht so genau. Die Buchten werden größer. Dann wird das so gemacht, dass die aufgemacht werden und die können sich in der Bucht frei bewegen. Ich bin gespannt. Ich kann es nicht abschätzen, wie es da mit der Erdrückungsverluste ist. Ja, weil in meiner naiven Logik, dann könnte man es ja jetzt da schon machen, wenn es dann möglich ist. Ja, die Bucht ist dann größer. Die ist dann ein bisschen größer. Aber der Größenunterschied ist natürlich schon enorm. Ja, zwischen Muttertier und Ferkel ist gigantisch. Ja. Die ist ja ein hundertfaches. Genau, es gibt auch voll brave, da passiert einfach nichts. Und andere sind wirklich sehr botscher, die lassen sich fallen. Da kann es auch mal so das Dreieck drunter sein. Und die merkt das gar nicht. Okay. Genau. Und hier, also die, die noch alleine jetzt in ihrer Box sind, die sind die nächsten, nächsten ein, zwei Tage höchstens. Also meistens, wenn alles klappt, dann komprimiert sich das auf vier Tage, vier Nächte, wo wir dann einfach auch schauen, wir haben da unsere Kameras hängen, damit man das auch von der Ferne ein bisschen beobachten kann, auch aus dem Grund, weil jetzt, wenn man einer geht, werden sie einfach ein bisschen nervös und ich möchte denen aber eigentlich die Ruhe gönnen, wenn sie mir nicht brauchen. Aber du hast vorher gesagt, sie brauchen teilweise Hilfe, das heißt, wenn ein Ferkel steckt oder... Genau, oder, wenn einfach nichts weitergeht. Geburt wird relativ schnell vonstatten gehen, weil es einfach sonst die Gefahr, dass sie noch im Milchfieber kriegt, weil sie einfach stark geworden ist, viel hecher ist und auch für die Ferkel. Natürlich, wenn die lang stecken, kann es schon mal sein, dass eins nicht lebend rauskommt. Du und diese Zuchtsauen, die man hier sieht, sind ja Riesentiere. Wie oft kriegen die Junge oder wie lang sind die bei euch? Oder wie lang geht, wie alt wird eine Zuchtsau überhaupt? Bei unserem Betrieb, sage ich mal, was haben wir denn im Schnitt? Würfe. Nein, eher 10, ja, 10 Würfe und eine Sau hat 2,3 Würfe im Jahr, so ist es. Also, öfter im Jahr, sag ich jetzt mal so. 4 Jahre, bei uns sind. Genau. Und dann, irgendwann einmal wird dann die Zuchtsau auch, kommt zum Schlachter. Ja, genau. Und das Fleisch kann man dann aber auch essen von so einem Tier? Auf jeden Fall, ja. Das wird verarbeitet. Genau. Aber eher dann für Verarbeitungsprodukte und nicht Frischfleisch natürlich. Genau. Klinisch sauber ist es da. Ja, sehr. Gut, es geht um Mini-Babys. Ist eine Geburt. Ja, genau. Man muss sehr hygienisch arbeiten. Man sieht auf jeden Fall Wärmelampen. Das heißt, für die. Genau, die Heizflächen, die Liegeflächen ist auch warm. Ist auch okay. Genau, und die ersten paar Tage haben sie einfach auch die Wärmelampen. Mhm. Genau. Genau, und die hat zum Beispiel heute Nacht, und man sieht, die Fackel dringen eigentlich recht brav. Es hat dann jedes Fackel hat seinen eigenen Sitzen. Dann wird er oft am Anfang Kraft und nachher hat jeder seins. Aha. Genau. Mit der Ordnung das wird dann auch nicht mehr gewechselt, ja, genau. Okay, verstehe. Das ist eine strenge Ordnung hier. Genau. Und darum muss man im Abferkelbereich natürlich auf Hygiene noch ein bisschen mehr schauen, weil die kleinen Botscherl einfach am Anfang nicht so ein starkes Immunsystem haben. Mhm. Und da ist auch vor allem der erste Tag sehr wichtig, dass die Birstmilch aufnehmen, weil mit denen nehmen sie die ganzen Immunstoffe von der Muttersau, kriegen sie eigentlich so richtig erst durch die Birstmilch. Die, was am ersten Tag einfach am stärksten ist. Mhm. Sag Immunität, großes Thema, für mich zumindest. Werden die Tiere irgendwie geimpft gegen irgendwas? Ja, empfangen kriegen sie natürlich. Genau, das sind so Grundimpfungen, aber die der Landwirt selber, großteils darf man selber machen. Genau, wir kriegen einfach die Mittel vom Tierarzt. So ist mit dem Tierarzt natürlich abgestimmt, die Mittel muss er hergeben. Er weiß genau, für was für Tiere, dass die hergenommen werden. Und da sind
Sanctus. Und, Sanctus, genau. Und ihr dokumentiert ja, das genau, dann? Genau, wir müssen alles sehr, sehr genau dokumentieren, ja. Und das sind Impfungen wie für Kleinkinder, oder wie stelle ich mir das vor? Genau, das sind einfach die so Schweinekrankheiten, wie aber die Menschen spezielle Krankheiten gibt, gibt es aber die Schweine, das sind eben jetzt sehr stark in letzter Zeit das Zirko geworden. Und eben so Mykoplasmen, Sachen, das sind ja Hustenprobleme. Da streiten gerade zwei. Ja, nein, genau, sind ja. Sie noch nicht einig. Ja. Das braucht am Anfang ein bisschen, bis dass jeder sein, raufen ein bisschen. Seinen fixen Sitzen hat. Mhm. Du und die Mutter sagen, wenn jetzt dann die Ferkel wegkommen nach einer gewissen Zeit und in den Kindergarten, wo wir vorher waren, die Mutter sagt, kommt dann in einen anderen Stall, wenn sie alleine ja. quasi ist und gerade keine Ferkel nach hat. Nach die 4 Wochen mhm. Säugezeit, wo dann die Ferkel in den Ferkelaufzugsstall kommen, während die Mutter sagen, ins Deckzentrum heißt es, da wo sie besamt werden, mhm. Da kommen sie dann hin und da werden sie halt dann, sobald Bären, sage ich mal, weil sie mhm. vernünftig sind, mhm. werden sie wieder besamt. Genau. Und dann dauert das wieder 3 Monate, 3 Wochen, 3 Tage, genau. Gell, das gemerkt, bis die nächsten Kleinen kommen. Genau. Ursula. Wieder vieles gelernt. Wir haben vieles in Erinnerung gerufen, oder? Was wir vor einiger Zeit schon mal über Schweinehaltung, Mast und Zucht gelernt haben. Aber nochmal viel Neues dazugelernt. Und wieder eine ganz andere Haltungsform bei euch beiden gesehen mit den Außenklimastellen. Die finde ich sehr beeindruckend. Und es ist gerade halt ein sehr, sehr relevantes und akutes Thema, oder? Die Schweinehaltung. Ein sehr wichtiges Thema. Auf der einen Seite die Haltung. Mich hat aber auch sehr interessiert, wie ein junges Paar sozusagen mit Optimismus in eine landwirtschaftliche Zukunft geht. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Das ist wie der Aufbau, der, die Weiterführung mhm. einer doch sehr großen Firma. Ja. Das ist nicht ohne. Und ja, Gratulation, dass ihr das macht. Ich finde das echt toll. Und vielen Dank ja, für eure Zeit und für die Einblicke, die wir gekriegt haben. Gerne. Vielen Dank. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr bei uns wart. Dankeschön. Danke. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website Tellerrand.io.